uns die Sojus-Kapsel selber da nochmal anzugucken. Wir sehen es hier, die besteht aus drei Modulen insgesamt. Links haben wir das Orbitalmodul, in der Mitte das Modul, wo gerade die drei Kosmonauten, also im Prinzip Kosmo und Astronauten drin sitzen. Und zwei von ihnen haben das Glück, an einem kleinen Fenster zu sitzen. Und dann haben wir ganz rechts noch das Service-Modul. Ja, das Orbit-Modul, das ganz rechts, das Instrumentalmodul, das hat, ja, das kann bis zu 880 Kilogramm Treibstoff aufnehmen und ja, besitzt noch ein paar Heliumdrucktanks mit 300 Bar, um die Treibstofftanks unter Druck zu setzen. Dann haben wir im, ja, das Landemodul in der Mitte, das ist 2,24 Meter lang, 2 Meter im Durchmesser und ja, das bewohnbare Volumen, bewohnbar in Anführungsstrichen, sind 3,5 Quadratmeter, Kubikmeter. Und jetzt schon könnt ihr euch ja mal vorstellen, 3,5 Kubikmeter, da sind noch diverse ja, Instrumente drin und da sind noch hier, man versucht natürlich auch noch so ein bisschen Nutzlast oder das eine oder andere Paket mitzunehmen. Man hat wohl das eine oder andere Weihnachtsgeschenk natürlich jetzt auch noch mit an Bord. Und Ja, das aber ist schon keine eng. Wunderkerze, ne? Ich hoffe nicht, denn das wäre sicherlich kein Spaß da oben. Was ich übrigens gelesen habe, das hat jetzt gerade gar nichts mit der Sojus zu tun, fand ich aber spannend. Man möchte die internationale Raumstation jetzt für mehrere Millionen Euro ausstatten mit einer LED-Beleuchtungseinrichtung, die dann auch Tag-Nacht-Dimmung hat und farbliche Veränderungen, dass die Astronauten besser schlafen, weil wohl ein Großteil der Pillen, die da oben genommen werden, sind wohl Schlaftabletten und man erhofft sich damit vielleicht, dass das einen psychologisch positiven Faktor hat, sowas. Aber schon heftig, so eine LED-Leiste im Baumarkt, ne? Vielleicht 50 Euro. Wenn man es auf die ISS baut, kostet es dann Millionen, weil endlose Zertifizierungen natürlich dann damit immer dranhängen. Das heißt, die ganzen, ja, bis zum letzten verwendeten Material lässt sich zurückverfolgen, wo und was genau, wo kam das her. Da oben möchte man nichts haben, was dem Zufall im Endeffekt dann überlassen ist. Ja, denn Zufälle, die kann man da oben nicht brauchen. Es muss alles geplant abgehen, es müssen Risiken bewertet werden und eine solche LED-Leiste sollte sich ja auch nicht mal eben in Rauch oder in Dampf auflösen. Das sind Dinge, die man da oben nicht gebrauchen kann. Klar, natürlich hat man da oben Feuerwälder, aber richtig gesund ist es zum einen nicht und diese Panik braucht man nicht wirklich. Deswegen ist das Rauchen auf der ISS auch strengstens untersagt. Wir wissen allerdings nicht, ob es nicht doch noch irgendwo eine heimliche Ecke gibt. Was ich gesehen habe mal, ist, dass es in russischen Atom-U-Booten eine extra Kammer zum Rauchen gibt mit eigener Absaugung. Gut, ich glaube, von der ISS habe ich das noch nicht gehört, dass es das da gibt. Nein, ich auch noch nicht, aber man kann ja mal spekulieren. Ich glaube, es gibt Gerüchte, dass das mal auf der Mir, aber ich will mich da jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich da nicht gesteinigt werde für Dinge, die ich da in Umlauf setze. Also sagen wir einfach mal, es wurde nie getan, fertig aus. Genau. Wobei es allerdings Gerüchte gibt, dass es auf der Mir durchaus schon mal das eine oder andere Zigarettchen gab und es soll dort auch Ja, das eine oder andere Gläschen Wodka gegeben haben zur Weihnachtszeit. eben, also ne, die haben sich da oben schon nicht betrunken. Gut, wir haben jetzt gleich dann 2 Minuten vom Start, werden dann ja, die Tanks dann im Prinzip geschlossen, während NASA TV sich gerade ein schwarzes Bild gönnt. Da, gut, da haben wir es wieder. Now under 2 minutes away from launch. Sind auch schon über 2000 Leute, die auf NASA TV gucken. Bei uns haben sich auch schon wieder ja, 100 Leute eingefunden. Und wir gucken jetzt die letzte Minute. Es ist verdammt kalt und die Zugangsarme werden dann bald weggehen. Die Sojus selber, die schwebt sozusagen in ihrem Startpad. Die steht nicht irgendwo drauf. Da ist so eine tulpenartige Konstruktion drumherum. Die drückt sozusagen die Rakete durch ihr eigenes Gewicht zusammen und
Ground Soyuz, everything is well on board. The ground umbilical is being detached. Launch. Under 20 seconds, launch command has been issued. Second umbilical tower now separating. 15 seconds and counting. Preliminary. Preliminary command confirmed, engines firing. Main liftoff. 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff of Tom Marshburn, Roman Romanenko, and Chris Hadfield making their way towards the International Space Station. All parameters are normal. We copy, it's all on board, we are feeling well. Getting good first stage performance, the Soyuz delivering 102 tons of thrust from its four strapped on boosters and single core engine. Absolut fantastische Bilder da. Der nächste Punkt ist nach 1 Minute 58 Sekunden die Separation der ersten Stufe. Das sind diese vier Zusatztanks mit eigenen Triebwerken an der Seite, sternförmig um die zentrale zweite Stufe. Russian controllers reporting all vehicle stabilization continuing as planned. Flight is nominal. Man sieht im Prinzip im Hintergrund kondensierende Luft aufgrund der dort herrschenden Drucke und Temperaturen. Now 1 minute 10 seconds into the flight, the rocket now moving at a velocity of 1100 miles an hour. 1100 Meilen pro Stunde schnell zurzeit und alle Systeme weiterhin normal. Es scheint aber eben eine Phase gewesen zu sein, wo entweder aufgrund des Drücks kalt, so minus 60 Grad. So, jetzt haben wir hier die Separation. Wunderschön, wie die vier erste Stufe, ja, die Amerikaner nennen es Booster, da jetzt wegfliegen und die sind jetzt ausgebrannt, fallen wieder zurück und ja, werden mehr oder weniger geborgen. Na, eher weniger. Naja, es sind zumindest nicht offiziell von denen. Also es gibt da wohl welche, die warten da schon drauf. Ja, das ist aber wieder was anderes. Das sind die Leute von der Schrottarmee, die der Meinung sind, man müsste noch was anfangen mit diesen Dingen. Und da werden ganz interessante Sachen rausgemacht. Zum Teil werden dort also wirklich Kochkessel... Und zwar vor allen Dingen, man sieht das auch so schön, dass man, ja, das, so eine gewisse Schwingung ist da auf alle Fälle. Das ist ja heftig. Das wackelt ja richtig, ne?
Ja, es ist so ein bisschen, aber das kann auch sein, dass das Ding sich ein bisschen zwischen rechts und links dreht, ne? Das muss dann kein Auf und Ab, kein Pumpen in der Stufe sein, sondern das ist vielleicht ein leichter Regelkreis, dass man versucht halt, keine Rotation aufkommen zu lassen. Man sieht auf jeden Fall, dass sie jetzt in den Winkel, eine Art Winkel geht. Oh, was haben wir denn jetzt? Oh ja, da haben wir gerade sagen, aus dem Fenster die Separation gesehen. Da war gerade nämlich zu sehen, dass da heiße Gase oder Gase es geschafft haben, eben bis nach oben, weil kurz natürlich die Beschleunigung ein bisschen wegfällt. Naja, und du hast die Gitterkonstruktion. Das heißt also, der Abgasstrom haut erstmal natürlich auf den zentralen Kern, das Ding, was wir zweite Stufe, die Kernstufe oder die zweite Stufe nennen. Ja, das da haut das gut, ne? Da haut das drauf und das bläst natürlich auch nochmal ein bisschen nach oben. Ich meine, dazu ist es ja eigentlich auch gedacht, ne? Es soll ja auch diese Stufe wirklich wegdrücken, ne? Also nochmal richtig schön nach unten weggehen. Ne? Ganz genau, das ist der eine ziemlich effektive Methode. Damit macht man sich wahrscheinlich die Stufe darunter kaputt, was aber egal ist. Weil die ja, die brauchen wir ja eh nicht mehr, ne? Wiederverwendbarkeit ist in der Raumfahrt immer so ein Thema, immer mal wieder. SpaceX will es jetzt mal wieder versuchen. Schauen wir mal. Genau, gucken wir einfach mal, wie das dann so weiterläuft. Ja, 9 Minuten der gesamte Start von Abheben bis dann der Orbit ist. Der Orbit der Soyuz ist auch immer sofort ein stabiler. Das heißt, ja, man für halt eine gewisse Zeit, ne? Also wie ich das halt schon richtig, gesagt habe. Richtig, aber man kommt damit zumindest einmal rum. Das nennt man dann nicht mehr suborbital, das ist schon wirklich ein Orbit. Nee, es ist definitiv ein Orbit und dieser ist sogar so, dass er halt 30 Umläufe oder 30 Stunden stabil ist. Genau, man muss das natürlich ist, hoch das noch weiter. Definitiv, das heißt, man ist so irgendwo bei 200 irgendwas Metern. Genau, und dann muss es auf 400. 400 müssen wir nämlich dann noch hoch. Da ist die internationale Raumstation. Aber das wird natürlich erst dann gemacht, wenn man seine ganzen Systeme gecheckt hat. Das heißt, die Solarpaneele ausgefahren hat und so weiter. Denn wenn das alles nicht funktioniert, dann hat man nicht genügend Energie, um überhaupt da hochzukommen. Und deswegen lässt man das dann. Dann würde man nämlich im Prinzip sofort auch die Landung wieder einleiten. Und dazu wäre es natürlich blöd, wenn man schon viel zu hoch wäre. So, jetzt sind wir 7 Minuten im Flug. Am Freitag ist übrigens das Docking mit der Internationalen Raumstation. Und das Tolle ist, wenn ihr da haben wir ja beide Leute, die dann sehen können, wo sich die Erde auflöst. Ne? Ich meine, wenn ihr Zeit habt, Freitag um 15.12 Uhr, das wird sicherlich auf NASA TV übertragen. Und wenn ihr heute Abend auch noch nichts vorhat, also Thomas und ich werden das nicht auch noch schaffen, hier in dieser hektischen Vorweihnachtszeit schaffen wir heute Abend nicht auch noch einen zweiten Cast. Aber ihr könnt gerne oder seid herzlich eingeladen, auf den Ariane Space Stream heute Abend zu gehen. Googelt einfach mal Ariane Space und dann ist da auch auf deren Webseite direkt ein Link zum Livestream. Heute Abend um, jetzt muss ich gerade kurz gucken, ich glaube so um 23 Uhr, ja zwischen 22, ab 22.49 Uhr könnte der Start stattfinden. Das Startfenster ist bis 0.08 Uhr offen. Also wenn ihr da um 22.30 Uhr so mal da vorbeigucken wollt und unsere Ariane aus Französisch-Guyana abheben sehen wollt, dann tut das. Ja, es wird auf alle Fälle der letzte Start, glaube ich, dieses Jahres sein, irre ich mich da. Zumindest der letzte Start von Ariane. Jetzt hast du mich angesprochen, da mal nachzugucken. Ja, ich meine, ist nicht irgendwie noch was vom Globalstar im Raum oder habe ich das einfach nur im falschen Kopf? Nein, das war's. Heute Abend tatsächlich... Der letzte Start um 22.49 Uhr von Ariane 5 für dieses Jahr. Ja, ja, ja. Also man will ja 147 Tage in der Luft sein, ne? Und unter anderem will man ja auch ein bisschen... Da kam der Wupper übrigens. Das heißt, jetzt grinsen sie, weil okay. Jetzt schwebt alles. Das war's, Jungs. Wir sind im Orbit. Ja, das freut uns natürlich auch, gerade auch für den Roman Umelenko, den wir kennenlernen durften. Ganz netter Kerl, wirklich. So, und wenn ich das jetzt richtig im... Wenn ich das jetzt hier richtig sehe,
Dann sind wir in einem Orbit von 200 mal 242 Kilometern. Das ist ungefähr der Zielorbit. Der erdnächste Punkt ist 200 Kilometer. Wobei da gesagt wird, plus 7 oder minus 22 Kilometer hätte, das ist so ungefähr die Genauigkeit, die man dort anstrebt. Und die maximale Höhe über der Erdoberfläche werden 242 Kilometer sein. Wobei das auch plus minus 42 Kilometern ist. Und man muss nachher auf 402,28 und 409 mal 439 Kilometern gehen. Und das ist natürlich spannend. Ne? Ja, das nächste, was jetzt passiert, dass die Sojus ihre Antennen ausklappt. Und das kann ich ja mal kurz mit einblenden. Gehen wir mal dahin. Also wir sehen hier oben links gibt es hier einmal bei der Soyuz eine Antenne und rechts natürlich im Service-Modul die Solarpanels, die ja, ca. 1000 Watt an Strom generieren. Und wenn das geklappt hat, dann sieht es eigentlich ganz gut aus. Dann heißt es erstmal dann die Raumanzüge auslegen, dann die Toilette und die Kohlendioxid-Einsammler, ich weiß jetzt nicht, wie Filter nennen wir es mal so, die da im Orbitalmodul noch mit drin sind. Und dann heißt es dann erstmal die relativ, in Anführungsstrichen, unangenehme Zeit bis zum Freitag zu überstehen. Denn viel Platz ist in der Blechbüchse da, in Anführungsstrichen, nicht. Und deswegen hat man ja auch durchaus dann die Bemühungen, den Flug zu verkürzen, was natürlich auch immer dann vielleicht mit ein bisschen mehr Treibstoffverbrauch da und auch ein bisschen mehr Zeitdruck verbunden ist. Und so. Aber es soll gesundheitlich besser sein. Das sagte auf alle Fälle Kosmonaut Samokutjajew. Er sagt, dadurch, dass halt immer wieder eine gewisse Rotation in irgendeiner Form ausgeführt werden muss, um die Solarzellen besonders gut auszurichten, für dieses dann bei den Kosmonauten aufgrund der Lichtverhältnisse und des Nichtfühlens einer entsprechenden Gravitation zu einer Missstimmung in der Magengegend. Genau, die Rotation ist quasi für diese Weltraumkrankheit, also einfach dieses reine Schweben, wohl auch zur Raumstation mit ab und zu Triebwerkszündungen, das ist nicht das, was diese ja, Raumkrankheit, dass man die Orientierung da, dass einem schlecht wird. Sondern weil man ja Schlimme in ist, sich dass, stehen bleibt. Ne? Genau, das heißt, Schlimme also ist die Rotation, okay, damit die Solarzellen immer zur Sonne zeigen. Und wenn man alle 90 Minuten einmal um die Erde rum ist, muss man genau dieselbe Drehung für die Solarzellen eben hinkriegen, dass die immer senkrecht. Und zwar egal in, ja, und zwar egal, um welche Achse jetzt wahrscheinlich. Genau, und du hast ja auch noch einen etwas anderen Winkel zur Sonne jedes Mal, weil du ja halt auch bei deinem Weg um die Erde immer noch eine andere Ausrichtung hast. Und das heißt, Taumeln dann, dieses ständige leichte Taumeln, und das ist wohl das, was dann einen, auch wenn man dann nicht mehr im Sitz festgeschnallt ist, ne, solange man im Sitz festgeschnallt ist, geht es vielleicht auch noch, aber sobald man dann auch noch anfeiert, dann rumschwebt und das Ding rotiert und das rotiert, das ist dann wohl der Punkt, wo es einem dann doch irgendwie schlecht wird. Und ja, vor allen Dingen, weil man ja schwebt, das heißt also, es passiert die Nachführung, man selber hat die Rotation etwas anders, also man hat nicht unbedingt diese Rotation automatisch mitgekriegt, sondern sie ändert sich auch gewissermaßen. Und dementsprechend driftet, sag ich mal, die Kapsel, der Innenraum um einen weg. Und dann hat man natürlich auch noch den Außenkontakt. Man sieht also durch das Fenster, was da passiert. Und weil man dann dagegen nicht spürt, scheint das Thema zu sein, wo es dann halt Schwierigkeiten bringt. Aber bei der Gelegenheit, ich habe nochmal nachgeguckt, also die Soyuz befindet sich jetzt in einem 20-Umlauf- sicheren Orbit, das heißt also ein Orbit ist ungefähr anderthalb Stunden lang, das heißt also 30 Stunden könnten die jetzt ohne weitere Aktionen dort verbleiben, dann würden sie wieder eintreten. Das ist also nochmal so eine Art Sicherheitsmechanismus, der dort stattfindet, um halt die Systemkomponenten durchzuprüfen, für den Fall, dass da irgendwas ist, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen und sich halt in den sicheren Bereich zu bringen, bevor man dann halt also sagt, okay, man steigt jetzt ganz auf. Die haben auf jeden Fall jetzt ein schönes Programm vor sich da, hunderte von Experimente, drei andere Kollegen auf der ISS warten schon sozusagen auf ihre Ankunft, dass die Crew da oben auch dann wieder, wie es vorgesehen ist, zu sechst ist und dann wird
das genau die Crew sein, die dann auch unter anderem nächstes Jahr wieder unser europäischen Raumtransporter ATV entgegennimmt. Zurzeit, nämlich nicht alles täuscht, kein ESA-Astronaut daher auf dieser aktuellen Expedition. Nee, aber was ich auch noch sagen kann, also das ungefähre Gewicht von Soyuz TM-107M sind 7220 Kilo. Das sind die Ergebnisse, die halt beim Wiegen des Schiffes in Baikonur gemacht worden sind. Genau, davon ist eine Tonne halt nochmal meist Treibstoff und dann hat man eben auch mittlerweile natürlich auch digitale Flugkontrollsysteme, diese Soyuz FG. Und auch die Soyuz selber, die Bordcomputer, der Bordcomputer ZVM-101. Man hat etwas neueres, automatisches, vollautomatisches Andocksystem namens Kurs N. Und insgesamt sind diese Soyuz-Raketen und diese Soyuz-Cups natürlich nicht mehr die gleichen, die in den 70ern, 60er Jahren da gestartet sind. Da hat man natürlich Fortschritte gemacht. Die Außenform ist mehr oder weniger gleich geblieben, aber das Innen drin ist natürlich mehr oder weniger auch immer wieder mit der Zeit gegangen. Ja, mit der Zeit. Wie geht die Zeit weiter? Was passiert am 21. Dezember? Es wird immer wieder erzählt, der Maya-Kalender, der ist dann zu Ende. Naja, was heißt zu Ende? Ich meine, wo ist der Anfang und das Ende eines Kreises? Weil das ist das, was wir irgendwie mal gehört haben, so wie der Maya-Kalender aussehen soll. So, dann heißt es, oh, Sonnenaktivität. Natürlich ist 2012, eigentlich ist das Sonnenmaximum nicht unbedingt mehr bei 2012. Wir wandern oft zu, das ist eigentlich eher in 2013. Aber wir hatten in den letzten Monaten stärkere Aktivitäten gehabt als jetzt gerade. Das heißt, es ist wieder mal ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt und man überlegt halt, wird es denn halt wirklich so heftig werden, dieses Maximum? Und was heißt Maximum? Dieses Sonnenfleckenmaximum, was man sich für diesen Sonnenzyklus halt hochgerechnet hat, ist das niedrigste, was man in der letzten Zeit gesehen hat. Das heißt also, woher soll es denn dann kommen? Naja, auf alle Fälle, es gibt die ein oder andere Webseite, die halt auch Fotos von den Sonnenobservatorien zeigt. Unter anderem über meine Webseite kann man dort einiges sehen. Aber wir sehen auch ein paar Flecken, die momentan in Richtung Erde ausgerichtet sind. Durch die Rotation der Sonne gibt es ein etwas aktiveres Feld, was ein bisschen auf uns hinzeigen wird. Aber liebe Leute, die Welt geht nicht unter. Und außerdem, denkt bitte dran, wenn es der 21. an einem Eck ist, dann ist es am anderen Eck eventuell der 22. oder vielleicht noch der 20. Das heißt also, mit dem Datum kann man das eh nicht ganz so genau nehmen. Und Klaus zeigt hier gerade eben mal im Bild, wie das dann so aussieht, wenn halt diese Partikelchen des Sonnenwindes auf die Erde treffen. Die Erde hat ein Magnetfeld. Diese wunderschönen Partikelchen sind der Meinung, sie würden sich dem Magnetfeld entgegensetzen. Das wird dadurch ein bisschen eingedellt, aber trotzdem krabbeln diese Partikel entlang der Magnetfeldlinien in die Erdatmosphäre rein und das ionisiert dann. Genau, und ionisieren dort. Genau. Da wird Licht frei, da springen die Elektronchen hin und her auf ihren Bahnen und dann Annahme Polarlicht freigesetzt in Form von Photonen. Und das ist meist, wenn es nicht allzu, also wenn es relativ stark ist, ist es grün, ne? Wenn es weiter unten zu sehen, also wenn die Sonnenaktivität so stark ist, dass es sogar in Nordeuropa Polarlichter gibt, dann ist das meistens eher so eine rötliche Angelegenheit. Und je weiter man im Norden kommt, desto grünlicher wird es dann mehr oder weniger. Ich hatte dieses Jahr das Glück, das mal aus dem Flugzeug zu sehen, auf dem Flug nach Island, das bewegt sich halt so und das ist schon schick. Und wenn man möchte, in unserer YouTube-Sammlung befindet sich auch ein Bild, ein Filmchen, Erde an ISS, da kann man das einfach mal sehen, Nachtaufnahmen von der ISS hintereinander gestaltet. Man sieht also da wirklich, wie die ISS nachts über die Erde fliegt und man sieht auch die entsprechenden Polarlichter sowohl am Nord- als auch am Südpol. Ein Funfact habe ich auch gleich noch. Und zwar, das wollte ich eigentlich vorhin schon erzählen, diese Raumanzüge, die wir da gerade sehen, die sie da tragen, die sind offen, da schlüpft man so rein und das steht dann halt ordentlich über und das
knotet man dann tatsächlich zusammen, macht da drei feste Ringe drum, also Schnüre drumherum, zieht das ordentlich zusammen und das ist dann dicht. Als ich das gesehen habe, irgendwie gestern oder so, also das war mir bisher noch nicht bekannt, da dachte ich auch so, okay. Naja, wenn es dicht ist, ist es dicht, ne? Und das Tolle an der ganzen Geschichte ist einfach, dass dadurch, dass das mit so simplen Mitteln dicht ist, die Menschen, die Kosmonauten, das selber alleine anziehen können, das Ganze. Das hat natürlich für Evakuierungsfälle und so einen unwahrscheinlichen Vorteil. Deswegen sind diese Orlan-Raumanzüge dafür geeignet, sich... Das sind aber keine Orlans hier, ne? Ja, okay, das sind keine Orlans, genau. Aber auch diese Raumanzüge sind dazu geeignet, sehr, sehr schnell angezogen zu werden, um sich dann halt auch sehr schnell in die Kapsel hinein zu bewegen. Und übrigens, nochmal auf diese Weltuntergangsstimmung zu kommen. Ich meine, da fällt mir eigentlich eher das ein, was Fares gesagt hat, der syrische Kosmonaut, der übergelaufen ist, den wir in Neubrandenburg haben treffen dürfen. Er sagte, er war auch da oben. Da gibt es auch entsprechende Dokumentation drüber. Er war der erste syrische Kosmonaut. Und er hat gesagt, er hat die Erde ohne Grenzen gesehen. Und die Erde brennt an vielen Flecken. Und vielleicht ist es an uns, liebe Zuschauer, die Erde für einen besseren Platz zu machen, als sie jetzt ist. Und wenn wir schon nicht den Weltuntergang haben, dann lasst uns lieber in Richtung einer Veränderung der Welt gucken. Und zwar zum Positiven. Eine, wo wir alle zusammen friedlich miteinander sein können. Ich denke, vor Weihnachten ist das ein ganz guter Aspekt. Genau, das ist ein gute Schlussworte. Wir wünschen euch natürlich ein fröhliches und besinnliches Weihnachtsfest um den Kreise eurer Liebsten und ein guten Rutsch ins neue Jahr, dass alles, was ihr euch so vornehmt, dann auch so passiert und natürlich auch eine nötige Portion Glück, die dazugehört, feiert ordentlich und ja, wir bedanken uns auch bei euch für dieses ja, absolut ereignisreiche Raumfahrtjahr mit unter anderem auch der Landung von dem Mars Rover Curiosity, was ein richtig großes Ereignis, das größte Ereignis wurde, was wir bisher auch gestreamt hatten. Es waren insgesamt dann viele Zuschauer dabei und es war eine tolle Sache, war ein tolles Jahr. Space Life Cast macht auf jeden Fall uns weiter Spaß. Und wir werden auch nicht. Genau, und das heißt auch, dass wir dann auch wieder nächstes Jahr für euch da sein werden. Wir freuen uns natürlich auf euch. Schaut einfach mal nicht nur nach oben, schaut auch mal links und rechts von euch. Schaut einfach mal, vielleicht gibt es da einen, der eure Unterstützung benötigt. Ja, und unterstützt den einfach mal. Das ist euer Beitrag dann für eine etwas bessere Welt, wie sie denn dann nach dem 21. passieren kann. So in diesem Sinne. Unser Newsletter, unser Twitter, unser Facebook, unser Flatter, wo man uns auch unterstützen kann. Ja, Thomas. Jo, dann haben wir eigentlich alles. Dann bleibt uns nichts anderes, als euch ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen und alles Gute für das neue Jahr. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter. Wenn nicht, schreibt es uns, dann können wir daran was tun. Ich dachte, der Satz kommt nicht mehr. Alles klar. Da hätte ich dich schon dran erinnert. Gut, alles klar. Dann bis bald, macht's gut und tschüss. Tschüss.